Weltstars im ZDF-Sportstudio. Und an der Stelle darf ich einfach mal sagen, liebe Zuschauer, ich meine, ich mache das ungern. Ich bin 1,91 Meter, abends vielleicht 1,90 Meter. Meine Schuhgröße ist 46. Und hier stehen die beiden neben mir. Das ist Schuhgröße, ich weiß nicht, kann man das mal zeigen? Schuhgröße 61. Und das ist Schuhgröße 51. Ja, ja, um mal die Unterschiede zu zeigen hier, liebe Freunde. Also, damit wir mal genauer so hingucken und damit wir mal genauer so einen Eindruck bekommen, was die beiden schon geleistet haben. Shaquille O'Neal zum Beispiel in seiner, ich weiß nicht wievielten Saison in der NBA, zum zweiten Mal nacheinander Meister geworden mit den LA Lakers. Das heißt also NBA-Sieger, 2,16 Meter lang, 142 Kilo. Schuhgröße haben wir schon gesagt. 48,7 Punkte im Schnitt, 12,7 Rebounds. Weltmeister 1994, Olympiasieger 96 und zweimal NBA-Sieger. Sein Spitzname Shaq Attack. Und Dirk Nowitzki. In seiner zweiten Saison hat er den Durchbruch geschafft in der NBA. Und Größe 2,11 Meter, 107 Kilo, Schuhgröße 50, eben gerade eins größer geworden, 51. 21,8 Punkte, 9,2 Rebounds und im Viertelfinale gewesen mit seinem Verein und der Spitzname German Wunderkind. Dirk Nowitzki, ja. Check. Erste Frage, ich meine, zum zweiten Mal Meister geworden, Sie sind Olympiasieger, Weltmeister, haben wir gerade alles gesehen. Man hat alles gewonnen, Sie haben alles gewonnen. Sind Sie dennoch heiß auf die dritte Saison? Yes, I am. Ja, da bin ich ganz heiß drauf, auf jeden Fall. Denn insgesamt bin ich jetzt zum 10. Mal dabei, also meine 10. Saison. Und es macht Spaß, ich spiele so gerne. Und jetzt will ich 3, vielleicht 4 oder sogar 5 Meisterschaften. Und da mache ich was anderes. Dirk, als Sie so die Basketballzeitung, die einschlägigen Blätter durchgeblättert sind und haben dann so Namen gelesen, Shaquille O'Neal und all die Kobe Bryant, der auch bei den Lakers spielt und all die Stars, die jetzt in der Liga spielen. Und dann sind Sie rübergegangen und dann haben Sie sie kennengelernt. Was war das für ein Gefühl, ich meine? Natürlich erstmal ganz komisch. Also war selber ein Riesenfan schon, als ich mit 13, 14 angefangen habe zu spielen. War NBA ein großer Traum und Shaq und alle, Michael Jordan, wie sie da heißen. Und auf einmal rüberzukommen und dann auf einmal gegen sie antreten zu müssen, war im ersten Jahr schon sehr komisch, aber man gewöhnt sich da zum Glück schnell dran. Und wenn Sie im richtigen Leben, also auf dem Platz Shaquille O'Neal begegnen, ich meine, Sie werden ihm aus dem Weg gehen, oder? Ich ja, zum Glück. Also ich muss mit ihm leider muss mich nicht mit ihm messen, sondern ich spiele eine andere Position und da habe ich wirklich Glück gehabt. Was sagt ein so erfahrener Mann wie Sie in der 10. Saison über einen Mann, der aus Deutschland kommt? Da hat man jahrelang gesagt, okay gut, die können ganz gut hier in der Liga spielen, vielleicht Europa Liga, aber bitte NBA. Ganz ehrlich gesagt ist Dirk der größte Spieler in Europa und einer der größten Spieler in Amerika. Das muss man ganz klar sagen. Der Junge kann werfen, der ist toll. Der kann. Ja, ein toller Spieler. Das Lob kommt aus berufenem Munde. Jetzt haben ja viele Leute gesagt, er könnte sogar ein neuer Larry Bird werden. Ich meine, Larry Bird war eine Legende. Larry Bird hat in Boston gespielt. Und hätte er wirklich das Zeug dazu? Das wird er schaffen. Er wird sogar besser sein als Larry Bird. Er ist größer, er kann noch viel besser werfen. Und außerdem ist es verdammt schwer, gegen ihn zu spielen. Ich habe es ein paar Mal versucht und trotzdem hat er ein paar Dreier bei mir geschafft. Er ist, wie gesagt, der Größte in Europa und einer der Größten bei uns. So, und der Mann kriegt im Augenblick, vergleichsweise darf man sagen, einen Hungerlohn. Ich glaube so rund 4 Millionen Mark pro Saison, das ist ein Hungerlohn. Sie bekommen wie viel? Ich glaube 17 Millionen so pro Saison, 7 Jahre lang. 20 Millionen. 20 Millionen, glaube ich, ungefähr. nächste Saison, neuer Vertrag. Werden Sie bei Dallas bleiben? Also ich habe mich da sehr, sehr gut eingelebt und fühle mich da auch sehr wohl und die Mannschaft passt alles und deswegen also hoffe ich doch, dass ich da noch länger bleiben kann. Aber wie gesagt, jetzt schauen wir erst mal, wie nächstes Jahr läuft und dann werden wir mal weiterschauen. Was ist total anders in den USA, in dieser Liga?
Was hat Sie am meisten überrascht? Ach, alles einfach, wie es zur Sache geht und körperlich. Es ist einfach jeder eine Nummer stärker und athletischer als hier und Spiele schneller. Und dann kommt dazu auch außerhalb vom Spiel die Fliegerei. Du spielst, dann fliegst in die nächste Stadt, kommst nachts an, fliegst weiter und spielst da wieder. Also es war im ersten Jahr schon sehr schwer und da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Wenn Sie so diese vielen Spiele und die große Belastung, die Dirk Nowitzki gerade angedeutet hat, so mal über die Saison hin verfolgen, ist für Sie ein Spiel mit den Lakers so ein ganz normaler Job oder sind Sie vorher auch noch aufgeregt, wenn Sie in eine Halle kommen und wenn es da darum geht, ob man jetzt weiterkommt in die Playoffs oder ob man hängen bleibt? Ehrlich gesagt bin ich jedes Mal aufgeregt. Wir kriegen viel Geld und dafür müssen wir auch was bringen. Das macht Spaß natürlich. Wir üben, wir trainieren, wir spielen, wir fliegen rum, wir treffen tolle Menschen. Dirk hat die ganzen Mädchen in Dallas. Jedes Mal, wenn ich in Dallas bin, sind die ganzen Mädchen bei ihm. Leider. Aber es macht Spaß. Ja, das ist ein interessantes Thema, Dirk. Lassen Sie uns darüber sprechen. Ich meine, in den Zeitungen war zu lesen und das ist ja so dann die Auswirkung der Tatsache, dass man Star geworden ist. Sie haben mit Gary Halliwell von den Spice Girls ein Verhältnis gehabt? Nee, also da ist nichts dran. Das war irgendwie ein PR-Gag von ihrem Management damals. Yes, oh, it's true. Ja. Ich habe ihn gestern Abend in Frankfurt gesehen, ganz ehrlich. Nee, da ist also nichts dran und also ich bin so seit 4 Jahren jetzt vergeben, also da gibt es für mich nur eins. Denken Sie dran, meiden Sie Wäschekammern in Hotels. Ganz schnell könnte sich Ihr Gehalt halbieren für die Zukunft. Die Saison ist vorbei, Sie werden aber dennoch zur Nationalmannschaft stoßen, die sich im Augenblick gerade vorbereitet auf die Europameisterschaft, denn Sie möchten gerne die Europameisterschaft mitspielen. Auf jeden Fall, also es ist immer eine Ehre für Deutschland zu spielen und unser Land international zu vertreten, deswegen das habe ich schon seitdem ich 16 und Junioren immer gespielt und dieses Jahr liegt die Europameisterschaft an in der Türkei und ich hoffe, dass wir unser Ziel erreichen, ist unter die ersten 5 zu kommen und dann werden wir uns für die Weltmeisterschaft nächstes Jahr zu qualifizieren. Ersten 5 ist dann Qualifikation Weltmeisterschaft. Ja. Athen 2004 steht an. Sie waren mit diesem Dream Team Olympiasieger in Atlanta. Sagen Sie uns, was ist das Spezielle von Olympischen Spielen für einen Basketballprofi Ihrer Güte? Die Olympiaden, also die Olympischen Spiele, ist unglaublich. Man vertritt sein Land, man kann alles Mögliche machen. Ich habe bei den Weltspielen 94, 95 mitgespielt, Weltmeisterschaften, ich war bei dem Dream Team dabei und das war das Allergrößte bei der Olympiade, wenn man für das Land spielt. Bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney war sie nicht mehr dabei. Jetzt wissen vielleicht die wenigsten, dass Sie Erfahrung in Deutschland hatten. Sie sind mal in Deutschland gewesen, gar nicht weit von hier, Wiesbaden, Fulda. Wie sind Ihre Erinnerungen an Deutschland? Rindswurst, Bratwurst, Currywurst, Pommes frites. All the food. Also das ganze Essen, das tolle Essen. Stimmt das eigentlich, dass Sie in Beverly Hills ein Haus haben? Yes. Ja, das stimmt. Beverly Hills. Ich war mal in Beverly Hills. Da stehen immer an der Seite diese Verkäufer und verkaufen einem für $5 diese Maps, diese Karten. Da kann man genau lesen, wer wo lebt. Wer ist Ihr Nachbar oder haben Sie berühmte Nachbarn? I live next to Christina Aguilar. Ich lebe neben Christina Aguilar, Tom Arnold and a guy named Dirk. Und ein Mann namens Dirk. Oh, Beverly Hills. Dirt, D-I-R-T. D-I-R-T. Dirt. Wer ist Dirt? Ein ganz berühmter Mann, ein Komiker bei uns. Genau. Wo leben Sie? Ich wohne in Dallas, also und hier, wenn ich dann... Haus mit Swimmingpool, wie viele Bedienstete? Nee, ich habe einfach ein Apartment in der Innenstadt. Alles nah dran und... Aber...